Und damit willkommen zu einer weiteren Episode von Warft. Und der Tatsache, dass dies ein Ende sein wird. Ein Ende mit Schrecken, aber besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Denn jetzt ist es das letzte Mal, wo ich Trailer Island besuchen werde. Jetzt, wo ich endlich in der Lage bin, alles zu besuchen. Dann heißt es erst einmal, ab zum Bürgermeister. Und da wären wir am Turm angelangt und der Tatsache, dass ich letztens gezeigt habe, wie es ist, hier auf die Schweincheninsel zu kommen. Beziehungsweise, sind sie da wieder nachgespawnt? Vermutlich nicht. Aber was wir aus der Geschichte gelernt haben, die Schweinchen hier hatten Salmonellen. Damit hatten sich die Bewohner angesteckt und es ist ihnen nicht bekommen. Offensichtlich. Tangaroa 0827. Müssen wir uns merken. 0827. Denn ich glaube, das habe ich entweder hier oder beim Bürgermeister direkt gefunden. Weil ich war mal wieder neugierig und habe dem Bürgermeisterbüro schon mal einen kleinen Vorbesuch abgestattet. Aber keine Sorge, ich habe nicht zu viel mitgenommen. Und wisst ihr was, bei manchen dieser seltsamen Konstruktionen frage ich mich, wie soll das funktionieren? Aber egal, das ist halt die Spiellogik. Weil, wenn zwei von diesen Trailern aufeinander aufgestapelt sind, oder drei, dann fragt man sich, da ist doch nur ein Skelett, wie kann das da bitteschön das und die beiden da oben noch zusammenhalten? Muss man nicht verstehen, es ist halt so. Auf jeden Fall, hier war ein bisschen. So, hier ein Bolzen, unter anderem Holz. Also nichts Weltbewegendes. Auf jeden Fall war hier die Notiz drin und Baupläne. Und das war's anscheinend. Ich weiß nicht, aber könnte es sein, dass jetzt einfach zwei Trailer zusammengenagelt wurden? Oder uneinfach? Naja. Man hat halt versucht, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Ist ja fast so wie unser Willi, der das Beste aus seinen Möglichkeiten macht. Oder zumindest versucht. Und was ist das jetzt schon wieder? Gucken wir einfach mal, was hier ist. Nicht viel. Nur weitere deprimierende Ruinen. Aber immerhin Schrott. Hab ich denn? Ja, hab ich. Wollen wir doch mal buddeln. Was für ein Schatz hier. Gar nichts. Noch mehr Schmutz. Na, das ist doch klasse. Da lohnt sich doch ein Besuch. Und deshalb werde ich etwas tun, was ich schon längst hätte tun wollen. Nämlich ablegen. Aber vorher essen, trinken, extra kauen. Zack. Und los geht's. Halt. Erstmal die Koordinaten eingeben. Vermutlich könnte ich, auch wenn es soweit keinen Sinn machen dürfte, hier das Steuerrad hier einbauen und könnte trotzdem steuern, auch wenn es soweit keinen Sinn macht. Egal, an mit dem Ding. Die Batterie ist bald alle. Und schnell nachgucken. 0827. Jetzt nach geradeaus und ein bisschen links. Geradeaus, bisschen links. Gut, dann wollen wir uns doch gleich mal auf den Weg machen. Und es wird schon wieder stürmisch. Na, das macht doch Spaß. Da kommt doch Freude auf. So, so. Dann wollen wir mal nach einem etwas holprigen Start mit nassen Füßen
Nein, falsche Richtung. Mich mal langsam auf den Weg machen. Lebe wohl. Trailer Island. Blicken wir zurück in dieses deprimierende Gefilde, aus dem wir gerade erst stammen, und sind froh, da nicht wieder zurück zu müssen. Na also, immer schön geradeaus. Fein, fein. Okay, ich habe hier noch ein paar Wände gebaut, weil ich mir gedacht habe, eigentlich nicht viel, außer die Tatsache, dass ich wahrscheinlich da Schluss machen werde mit meinen Bauten. Oder, gute Frage. Na, ich baue die Treppe jetzt hier hin. Und hoffen wir, dass ich jetzt noch wieder an das benötigte Holz rankomme. Und nö, ich bin ja zum Glück in der... Und wisst ihr was? Ich bin in der glücklichen Lage, dass mir das Wurf da hinten egal sein kann. In knapp 500 Metern erreichen wir unser Ziel. Nochmal ganz kurz nach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest denn kommen, was? Tja, falsch gedacht. Nicht mit mir. Das war so klar. Wie viel? Immer noch so viel? Erstaunlich. Vielleicht sollte ich mir mal durchlesen, wie lange dieser Biotreibstoff denn hält. Sehr schön. Wirklich, wirklich schön. Auch wenn es mal wieder oder immer noch stürmt. Werde ich mal sehen, wie ich hier an dieser Kugel hier reinkomme. Ob ich hier reinkomme. Und ob ich hier am Rand stehen kann. Natürlich nicht. Ist da so eine Art schwimmende Insel oder... Oder sehe ich da was nicht? Ja, das scheint wohl so eine Art schwimmende Insel zu sein, wenn ich das richtig kapiere. Aber wie ist sie befestigt? Und warum frage ich euch das? Und warum ist das so wichtig? Wer weiß das schon. Auf jeden Fall wollen wir uns doch mal ansehen, wie dieses Bauwerk so von innen gestaltet ist. Und was es hier zu entdecken gibt. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass Trailer Island so schnell schon wieder zu Ende ist. Und dass man hier erstmal um die ganze Insel schwimmen darf. Ich wäre ja dafür, dass man für im Fall eines... Was ist das jetzt? Fein. Da wären wir also im Innern von Tangaroa. Und sehen, dass hier mal wieder nichts von Gebrauchs... Dass man hier nichts gebrauchen kann. Auch keine Notizen. Wäre auch ein bisschen langweilig, wenn es sie schon Notizen geben würde. Okay, zu damit. Kakerlaken. Matsch, matsch. Was natürlich nicht geht. Noch mehr Kakerlaken. Das gibt's also alles. Ja, gehen wir erstmal hier lang.
Und ja, ich habe keine Beleuchtungsbrille. Beleuchtungshelm. Na, nennt's doch, wie ihr wollt. Auf jeden Fall werde ich mich erstmal systematisch von unten nach oben vorkämpfen. Cafeteria. Storage Air Generator. Ich glaube, da gehen wir erstmal hin. Oh nein. Das ist also die Cafeteria. In diesem fensterlos deprimierenden Bau. Zack. Neue Notiz. Am Ende der Episode wird's wahrscheinlich Teil eines Generators. Sehr schön. Am Ende der Episode wird's wieder eine kleine Vorleserunde geben. Und ich habe mich mal wieder blind ins Abenteuer gestürzt. Typisch. Nichts, was man wirklich nutzen kann. Boah. Ja, die Dinger sind auch wirklich zu hässlich. Aber sie sind, wie wir schon auf der Wazagatan gelernt haben, wirklich zähe Überlebenskünstler. Eigentlich so wie ich. Wenn man es so nimmt. Aha, und was bist du? Was zu essen? Eine Wassermelone. Überreste. Oh. Sehr schön. Dann generiert der Generator mal wieder vor sich hin und... Was wollen die jetzt von mir? Ach so. Da kann ich also durchgehen. Und ich muss da lang. Ich glaube, da kümmere ich mich noch drum. Ach so, das... Ach so, ich verstehe schon. Schon gut. Wir sollen hier mit Magnetangeln spielen, um damit einen Weg frei zu machen. Und ich verstehe nicht, wieso bewegt sich der Bagger nicht? Geht es nur rauf und runter oder was? Wie soll ich denn die anderen machen? Ich glaube, ich muss mir das genau von einem Spieler ansehen, der weiß, wie das geht. Fein, fein. Damit wäre ich jetzt hier wieder im Wasser, weil mir die ganze Nummer zu blöd war. Und ich jetzt erst einmal keine Lust habe und mich wieder an mein Raft begebe. Weil ich jetzt gefühlt um die halbe Insel geschwommen bin. Habe ich einfach mal den Verdacht, dass das jetzt kürzer ist. Und wie ich mich kenne, werde ich mich irren. Naja, ob ich mich irre oder nicht, ich werde erst einmal mein Inventar entmüllen und erstmal alles vorbereiten. Kann ja nicht sein, dass ich mich mal wieder von Abenteuerlust gepackt habe, Hals über Kopf, ohne Vorbereitung ins Abenteuer gestürzt habe. Ein klassischer Fuindrat. Und ja, anscheinend geht das unten noch weiter bis aufs Gesteinsgrund. Wenn ich mich nicht irre. Wobei. Die Story wird wahrscheinlich wieder so sein, wie überall auch. Menschen leben zusammen. Irgendetwas passiert, das das Zusammenleben stört. Menschen streiten sich, beziehungsweise kommen nicht mehr miteinander klar und verlassen wie die Ratten das sinkende Schiff. Und da ist es ja endlich, mein Raft. Und so wie es aussieht, sind diese Tore da oben wahrscheinlich... kann man sie wahrscheinlich irgendwie aufmachen. Das wäre natürlich eine richtig schöne Abkürzung. Aber erst in der nächsten Episode. Denn jetzt habe ich keine Lust mehr. Ab in die Endkarte. Na dann, jetzt ist Schluss. Das Video ist vorbei. Gib mir ein Like, wenn es dir gefallen hat.
Am besten gibst du den Abo-Knopf auch rein mit. Ich würde mich freuen. Aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.